Am 22. Jänner veranstaltete die Volkshochschule Hietzing im Bezirksmuseum eine Diskussion zum Thema Februar 1934. Unter der fachkundigen Leitung von Direktor Dr. Streibel wurde der Frage nachgegangen: Erinnern wir uns an alle Toten? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich im Bezirksmuseum begrüßen. Ich muss aufstehen, weil das bin ich so gewohnt. Als Direktor der Volkshochschule Hietzing. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Wir haben am Mittwoch im Bezirksmuseum immer Geschichte im Museum, eine Reihe, wo wir in der Zwischenzeit nicht immer nur historische Themen behandeln. Dieses Mal ist es ein historisches Thema. Wir haben eine Diskussion zum Februar 34 angekündigt. Ich freue mich sehr, dass Professor Norbert Leser heute hier ist. Der Ali Kohlbacher von den Freiheitskämpfern und Josef Vierler. Wir haben einen Schwerpunkt immer in Zeitgeschichte und für mich ist es als Historiker eigentlich unvorstellbar, dass nach 80 Jahren, nach einem Ereignis, es nicht möglich ist, eine Sicht der Geschichte zu finden, die beide Seiten, beide damalig aktiven Seiten übereinstimmen können und dass es eigentlich unmöglich ist, aller Toten dieses Bürgerkriegs zu gedenken. So denke ich, dass auf der einen Seite eine Gewaltbereitschaft, Heimwehr etc. gegeben war und auf der anderen Seite eine defensive Haltung. Das haben Herr Professor zu defensiv. Otto Bauer hat sich nachträglich irgendwo gerechtfertigt damit, er hat an das Leid der Mütter, der Ehefrauen, die Verantwortung der Kinder, eine sehr menschliche, eine sehr humane Einstellung. Manchmal sind die Zeiten nicht so, dass man derartig humane Positionen vertreten kann, wenn auf der anderen Seite eine Militanz, eine Gewaltbereitschaft gegeben ist. Haben 600 Polizisten in die Menge geschossen und dazu ist noch etwas zu sagen, nicht nur direkt, sondern bewusst am Boden. Was passiert hier? Die Geschosse werden wie Dumm-Dumm-Geschosse, stumpfen ab, schlagen auf und verursachen noch wesentlich schwerere Verletzungen wie eine reine Schusswunde. Trotz der historischen Entfernung ist der Februar 1934 noch immer insofern gegenwärtig, als, wie schon gesagt wurde, eine gemeinsame Veranstaltung aller Parteien eigentlich nie zustande gekommen ist, wenn auch in der wissenschaftlichen Kommission zur Erforschung der Geschichte immer wieder Vertreter der Parteien gesprochen haben. Die geteilte Schuld, ja, was heißt das? Wie viel Prozent ist denn geteilt? 50-50? Oder 99% und 1% der Schutzbund oder die Sozialdemokraten? Was ist denn geteilt? Zu welchem Prozentsatz ist es denn? Das wird nicht gesagt. Es ist nach wie vor ein Trauma in der österreichischen Geschichte und natürlich für die Opfer besonders tragisch und deren Hinterbliebene, die also in diesen Februarkämpfen gefallen sind, beziehungsweise später zu Tode verurteilt und dann hingerichtet wurden. Das ist eine Blutspur, die man nicht so leicht tilgen kann. Und insofern kann man sagen, wenn man die Toten des Ersten Weltkrieges dazu rechnet, zu den Toten des Februar 1934, dass sozusagen alle Opfer einer verfehlten Politik gewesen sind. Das ist auch unsere Aufgabe als Volkshochschule, hier den Dialog zu forcieren und auch Angebote in dieser Richtung zu machen. Und so werden wir auch sicherlich im nächsten Programm die Diskussion über den Austrofaschismus oder den sogenannten Ständestaat sicherlich führen, weil ich glaube, notwendig ist, dass diese Diskussion geführt wird. Der Weg von der Demokratie zur Diktatur 1934
ist, wach zu halten, damit wir nicht jetzt nur der Toten gedenken, vor allem unserer Toten, sondern dass wir die Jugend, die jungen Menschen immer wieder mit den Gefahren, die der Demokratie drohen, diese Konfrontation herbeiführen, die Jugend auch dabei unterstützen. Jugend, das ist eher schwierig zu vermitteln, dass es hier einen Bürgerkrieg gegeben hat. Das ist schon so weit weg und ich glaube, wichtig ist einfach zu zeigen, dass Auseinandersetzungen zwar geben kann, aber dass die Auseinandersetzung nie mit Gewalt ausgetragen werden soll. Also das ist, glaube ich, eine Botschaft. Ja, ich denke, man sollte das aus dem Grund nicht vergessen, weil, wie uns die Geschichte gelehrt hat, es furchtbare Folgen danach gegeben hat. Es war ja nicht nur diese einzelne Reaktion einer Partei gegenüber einer anderen, doch das Weltbild war ja völlig anders danach. Und man sollte das nicht vergessen, um der Jugend zu sagen und zu zeigen, dass man nicht mit Radikalismus, mit Hass gegenüber den anderen kämpfen sollte. Das beginnt schon in der Sprache. Wenn wir heute oft lesen, dass in vielen Situationen, ob auf Facebook oder sonst wie, Twitter, ich möchte nichts jetzt besonders hervorheben, schon Schüler gegeneinander sich beschimpfen oder Sachen hineinstellen. Auch hier beginnt schon ein kleines bisschen den anderen zu zeigen, wer der Stärkere ist, wer mehr Kraft hat, wer ausgestoßen werden soll. Das alles sollte man nicht aufkommen lassen. Ich habe erst in meiner Pension Geschichte studiert und als Doktorarbeit das Thema gewählt, die Februarkämpfe 1934 in Wien, Meidling und Liesing, Untertitel Ein Bürgerkrieg, der keiner war, weil er meiner Meinung nach doch kein richtiger Bürgerkrieg war, weil sich die Masse nicht erhoben hat, es keinen Generalstreik gab und so weiter. Die Umschlagsseite meines Buches zeigt einen sehr bekannten Gemeindebau in Wien-Meidling, den sogenannten Indianerhof. Dieses Buch zeigt natürlich die Vorgeschichte, beginnend mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der beginnenden Zwischenkriegszeit, wo der Radikalismus immer stärker wurde, das Aufbauen von Heimwehren und Sturmscharen gegen Schutzbund, dass diese beiden Parteien als ihre radikalen oder Kämpfertruppen so aussehen ließ. Also das war so jetzt ein Versuch, das Thema zu lancieren, vor allem auch in einer vielleicht provokanten Art und Weise zu sagen, warum wird nicht aller Toten gedacht? Und ich glaube, das Interesse zeigt, dass es ein Interesse gibt und dass es wichtig ist, dass man das von allen Seiten beleuchtet.